eben zu den Beschlüssen von Bund und Ländern heute Nacht und danach für eine Nachfrage. Genau, von mir auch ein herzliches Willkommen zu dem Statement zur gestrigen und heutigen Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler. Wir haben bis in die frühen Morgenstunden miteinander verhandelt und insbesondere zu den Bereichen Steuerung, Begrenzung der Migration in unserem Land wichtige Beschlüsse miteinander vereinbart. Es war wichtig und notwendig, dass wir Bundesländer bereits in Frankfurt ein gemeinsames Papier entwickelt haben, wo wir Vorschläge von unserer Seite aus gemacht haben, wie wir die Herausforderungen auch gemeinsam bewältigen können. Jeder weiß, dass die Kommunen auch bei uns in Schleswig-Holstein an ihre Grenzen gelangen. Und das hat nicht nur etwas mit Finanzen zu tun, sondern auch damit, dass die Herausforderung, auch Integration in dem Sinne zu leisten, wie wir uns das vorstellen, immer schwieriger wird. Es ist uns gelungen, hier wirklich Maßnahmen zu verständigen, auch mit der Bundesregierung, die dem Anspruch auch gerecht wird. Ich glaube, es war wichtig, dass wir hart verhandelt haben, auch lange verhandelt haben und wir uns in wesentlichen Punkten am Ende auch verständigen konnten. Aus unserer Sicht gibt es viele Punkte in dem Papier, die wir sehr begrüßen. Wir begrüßen, dass wir dort auch über Migrationsabkommen in Herkunftsländer eine gute Verständigung gefunden haben. Wir begrüßen sehr, dass wir auch das Thema Arbeitsintegration definiert haben, denn neben der Frage, ich sag mal, Anreize zu minimieren, spielt für uns auch immer eine erhebliche Rolle, dass wir Menschen, die in unserem Land sind, möglichst schnell auch in Arbeit bringen wollen, damit wir gar nicht so sehr darüber sprechen, ob man jetzt von 18 auf 36 Monate verlängert, über das Asylbewerberleistungsgesetz Empfänger zu sein, sondern Ziel muss ja sein, dass Menschen auch für ihren eigenen Lebensunterhalt an der Stelle sorgen können. Das ist Bestandteil dieses Beschlusses, aber klar ist eben auch, dass hiervon ein Signal ausgeht, dass wir den Zuzug in unser Land damit auch begrenzen wollen. Hier ist es wichtig, dass wir uns darauf verständigt haben, Verfahren deutlich zu beschleunigen. Das, was wir in Frankfurt als Länder miteinander verabredet haben, ist jetzt auch mit dem Bund geeint, dass wir grundsätzlich Verfahren von der Länge nach hinten her begrenzen, dass wir vordringlich Menschen auch behandeln, in den Verfahren behandeln, die absehbar keine Bleibeperspektive haben. Das heißt, aus Ländern zu uns kommen, die eine Anerkennungsquote von unter 5% an der Stelle haben. Hier gab es eine Verständigung mit dem Bund, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Beim Thema Rückführung haben wir uns auch über beschleunigte Verfahren verständigen können. Hier haben wir durchgesetzt, dass wir auch Asylbewerberzentren, wo Anträge entsprechend bearbeitet werden, auch in Drittstaaten ermöglichen, auch außerhalb der Europäischen Union und der Bund dies jetzt prüft, auch nach Europarecht möglich zu machen. Das ist aus meiner Sicht wichtig, dass das auch kommunikativ gut gelingt, denn wir wollen ja nicht dadurch, dass wir das, ich sag mal, auch auf anderen Kontinenten machen, Anreize zu dabei geben, mehr Asylanträge zu stellen, sondern Zielrichtung ist, dass dort vor Ort möglichst die Menschen sich gar nicht erst auf den Weg machen nach Europa und auch nach Deutschland, sondern dass Menschen ohne Bleibeperspektive an diesen Orten gleich ein Verfahren auch bekommen, was allen rechtsstaatlichen Grundsätzen auch Genüge tut. Darauf haben wir uns mit dem Bund verständigen können. Es ist auch wichtig, dass wir weniger Anreize haben. Auch darauf haben wir uns im Länderkreis in Frankfurt verständigt, dass wir möglichst auch in Europa nicht das Land sein wollen, was die besten Bedingungen hat und wir deswegen ja auch in der Sekundärmigration, ich sag mal, zusätzlichen Zuzug auch in unser Land haben. Hier gab es eine Verständigung
darauf, dass wir Menschen in unserem Land nicht mehr für nur 18 Monate im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes behalten, sondern dies auf 36 Monate aufgestockt wird. Das, glaube ich, ist ein wichtiges Zeichen an der Stelle, worauf wir uns hierbei verständigt haben. Natürlich hätten wir uns in einigen Bereichen auch weitergehende Maßnahmen gewünscht. Darüber haben wir lange verhandelt. Aber wir sind froh darüber, dass am Ende auch die Bundesregierung diesen entsprechenden Maßnahmen zugestimmt hat. Wir haben neben den Bereichen der Begrenzung auch über das Thema Finanzen gesprochen. Hier haben wir uns endlich verständigt. Ich will deutlich sagen, dass das, was der Bund dazu leistet, natürlich auch aus unserer Sicht immer noch nicht angemessen ist bei der Herausforderung, die wir miteinander haben. Aber der Bund hat sich bewegt, sodass wir hier sagen können, dass wir mit der Herausforderung jetzt bei uns in Schleswig-Holstein umgehen können. Wir hatten ja bisher das Angebot des Bundes fürs nächste Jahr, einen Festbetrag in Höhe von 1,25 Milliarden Euro zu zahlen. Und damit wäre sozusagen alles abgedeckt. Wir haben jetzt erreicht, dass es ein atmendes System gibt. Das heißt, pro Asylbewerber gibt es eine Pro-Kopf-Pauschale, die ausgezahlt wird. Hier haben wir uns auf 7.500 Euro verständigt. Wir hätten uns auch hier mehr gewünscht. Aber der Bund ist uns in dem Punkt entgegengekommen. Und zusätzlich gibt es 1 Milliarde Euro extra als Einsparung bei den Dingen, die wir im Asylbewerberleistungsgesetz auch verändert haben. Diese Summe garantiert uns der Bund. Ich könnte heute nicht beantworten, ob diese Einsparung von 1 Milliarde Euro durch diese Gesetzesänderung wirklich entsteht. Das konnte der Bund gestern auch nicht beantworten. Aber wichtig für uns ist, wenn die Einsparung geringer ist, zahlt der Bund die Differenz bis zu 1 Milliarde Euro. Nur, dass man mal einen Anhaltspunkt hat, dass das schon eine signifikante Steigerung ist. Wenn wir in diesem Jahr 2023 bei 330.000 Menschen, die wahrscheinlich bis Ende des Jahres zu uns kommen werden, vielleicht sind es 300.000, dann hätten wir vor diesem Kompromiss im Jahr 2023 halt 1,25 Milliarden Euro bekommen. Nach der Verständigung wären das im Jahr 2023 3,6 Milliarden Euro. Daran sieht man, es ist etwa eine Verdreifachung des bisherigen Angebots. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, was wir auch im Länderkreis durchaus vertreten können, auch gegenüber unseren Kommunen. Neben diesem herausragenden Thema in der Konferenz freue ich mich darüber, dass wir uns beim Thema Planungsbeschleunigung jetzt verständigt haben. Mich wundert ein bisschen das Wording der Bundesregierung darüber, dass man sich jetzt endlich mit den Ländern verständigen konnte. Denn der Bundeskanzler hat im letzten Jahr angeregt, einen Pakt zur Planungsbeschleunigung zu machen, ohne das thematisch zu hinterlegen. Wir Bundesländer haben exakt vor einem Jahr ein Papier vorgelegt. Es gab am 6. Dezember letzten Jahres einen extra Gipfel zwischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzler unter dem Thema Planungsbeschleunigung, wo dieses Papier verabschiedet werden sollte. Wir haben jetzt ein Jahr später und ich kann bis heute nicht beantworten, was auf Seiten des Bundes seitdem passiert ist. Ich kann nur sagen, gut ist, dass wir uns vor einem Jahr im Länderkreise bereits über diese Punkte verständigt haben und dass es jetzt nach einem Jahr möglich gewesen ist, dass auch die Bundesregierung sich innerhalb ihrer Verantwortung in den Bereichen verständigt. Aber wichtig, das Signal ist, wir kommen in wesentlichen Punkten auch beim Thema Planungsbeschleunigung weiter und ich kann das gesamte Papier wirklich eins zu eins unterstützen und wir müssen es jetzt schnell auf Bundesebene, aber auch das, was wir leisten müssen, bei uns im Land Schleswig-Holstein umsetzen. Zum Abschluss aber für uns in Schleswig-Holstein nicht weniger wichtig,
ist, dass wir uns auch über das Thema Flutkatastrophe in unserem Land unterhalten haben. Ich habe in der vergangenen Woche sehr dafür geworben, dass es eine Unterstützung auch außerhalb Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns für die Bewältigung der entstandenen Schäden gibt. Klares Bekenntnis des Bundeskanzlers aufgrund meiner Bitte der Unterstützung, dass Bund und auch alle Bundesländer uns in dieser Aufgabe auch unterstützen. Ich habe das auch im Kreise der Länder im Vorfeld angesprochen und dort ist von allen signalisiert worden, dass es hier eine Unterstützung gibt. Wir haben uns darauf verständigt, dass die Frage, wie viel Bund und Länder dazu beitragen, innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen geklärt wird. Also nicht in 2 bis 3 Wochen eine Arbeitsgruppe einzurichten, sondern in 2 bis 3 Wochen wird es geklärt sein. Und wir orientieren uns bei der Summe, die geleistet wird, an den bisher entstandenen Schäden in vergleichbaren Fällen. Also im Ahrtal, dort gab es ja eine Beteiligung. Keine Sorge, wir reden jetzt nicht über 30 Milliarden Euro in dem Bereich, sondern sozusagen, wie die Schäden aufgeteilt werden. Und darüber verhandeln wir jetzt sehr kurzfristig. Vielleicht schaffen wir in dieser Woche schon mit den Verhandlungen zu starten. Aber ein klares Bekenntnis. Und von daher freue ich mich darüber, dass wir mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden, sondern es von Seiten des Bundes und auch aller anderen Bundesländer eine Unterstützung bei der Bewältigung dieser Aufgabe gibt.